Hallo Leute, ich wollte euch mal was zu der Recluse-Kupplung erzählen, die ich jetzt seit Anfang des Jahres drauf habe. Wie die so funktioniert, wie zufrieden ich damit bin. Also ich muss sagen, ich würde es immer wieder tun. Ich habe halt seit einigen Jahren Probleme mit der linken Hand. Das ist von Jahr zu Jahr immer schlimmer geworden. Ich kann einen Tag fahren, aber ich bin nie schmerzfrei. Und wenn ich dann mehrere Tage fahre, dann bin ich spätestens am zweiten Tag, ist die Hand durch und es geht nichts mehr. Dann stand ich vor der Frage, was machst du? Gehst du auf die Africa Twin? Oder schaust du dich nach was anderem um? Dann habe ich mal mich umgeschaut und bin auf das Recluse-System gekommen. Gut, eigentlich ist das System ja für Crossmaschinen. Dafür ist es entwickelt worden. Aber inzwischen gibt es das Ding auch für fast jede Harley und fast jeden KTM-Motor. Dann habe ich mal geschaut, welche Kupplung die 1290 drin hat, und seit der 1050 hat sich an der Kupplung nichts mehr geändert. Das heißt, da ist überall die gleiche Kupplung drin. 1050, 1190, 1290. Ich glaube sogar die GT und die Super Duke R, die beiden haben auch die gleiche Kupplung. Also habe ich es einfach mal gewagt. Hab das Geld in die Hand genommen und habe das Ding mal einbauen lassen. Für mich macht es eigentlich nur Sinn dadurch, dass die 1290 auch den Quickshifter hat. Weil sonst müsste man ja immer noch schalten. Und die Kupplung wäre nur dazu da, wie bei den Crossmaschinen, dass man sie nicht abwürgen kann. Aber durch den Quickshifter ist die ganze Sache schon sehr geschmeidig. Ja, wie funktioniert das Ding? Ich halte hier mal eben an. Ich habe jetzt den Leerlauf drin, weil ich über den Quickshifter in den Leerlauf reingeschaltet habe. Ich hätte aber auch jetzt den ersten Gang oder den zweiten Gang drin lassen können. Das heißt, ich ziehe jetzt einmal hoch, ohne die Kupplung zu ziehen, bin im zweiten Gang, kann ganz smooth anfahren. Weil die Kupplung ab 1,8 ungefähr wieder anfängt zu greifen. Und das funktioniert wunderbar, butterweich. Die Kupplung selber bleibt in ihrer Funktion erhalten. Mit dem Unterschied, sie ist relativ schwer zu ziehen. Es müssen andere Federn verbaut werden, die sind relativ hart und dadurch ist die Kupplung sehr, sehr hart zu ziehen. Macht aber ja nichts, man braucht sie ja nicht mehr. Falls der Quickshifter Probleme macht, könnte man unten am Kupplungsnehmer, der auch mitgeliefert wird, die Einstellschraube ganz reindrehen und man hätte wieder eine ganz normale Kupplung. Heißt, man weiß sich eigentlich immer noch zu helfen, falls mal der Quickshifter nicht mehr so funktionieren soll, wie er das in der Regel tut. Wie sieht es aus bei Haarnadelkurven? Das war zuerst meine großen Bedenken. Haarnadelkurven, und was ist, wenn ich die Maschine auf den Trailer hinten drauf schieben muss? Kommen wir erstmal zu den Haarnadelkurven. Überhaupt kein Problem. Man legt einfach den zweiten Gang ein.
und kann ganz normal, ohne überhaupt die Kupplung zu berühren, ganz smooth durchziehen. Man kann die Maschine halt nicht abwürgen. Wenn man merkt, man hat zu wenig Dampf drauf, dann gibt man einen Ticken mehr Gas und dann zieht sie wunderbar rund. Aber es ist keine Einschränkung. Für mich keine Einschränkung zu spüren. Wie ist es beim Trailer? Weil ich meistens die Maschine alleine auf dem Trailer fahre oder maximal hilft mir meine Freundin. Das heißt, ich kann sie nicht hochschieben. Ich brauche das Gas dafür. Und dann mache ich so, ich halte mit rechts etwas das Gas auf, dass ich knapp über die 2000 komme. Und dann benutze ich die Kupplung ganz normal. Das heißt, dann kann es mir auch nicht passieren, dass die auf einmal einen Sprung nach vorne macht oder sowas. Also ist auch kein Problem. Kann man sehr gut machen. Man kann es auch komplett ohne Kupplung machen, aber das habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut. Ja, wie ihr seht oder vielmehr hört, ich bin begeistert von dem System und hätte ich gewusst, wie sauber das System funktioniert, hätte ich es mir wahrscheinlich schon eher einbauen lassen. Was noch zu sagen ist, lasst mich mal überlegen, man braucht ein bisschen die Maschine, die Kupplung braucht ein bisschen Temperatur, braucht Öltemperatur, damit sie sauber trennt. Das heißt, ich muss beim ersten Anfahren fahre ich meistens mit Kupplung an, sonst schleift sie mir zu viel. Und aber ab 40 Grad, zwischen 40 und 50 Grad, fängt sie an sauber zu trennen und ich brauche danach die Kupplung gar nicht mehr. Heißt, ich kann jetzt hier ganz normal mit dem Quickshifter in den Neutral schalten, roll bis oben hin, ohne Kupplung ziehe ich wieder den zweiten rein und fahre ohne Kupplung an. Wunderbar. Den ersten brauche ich eigentlich fast gar nicht mehr zum Anfahren. Das heißt, wenn ich irgendwo auf Schotter stehe und muss ein Stück hochfahren oder sowas, einen Absatz hochfahren, klar, dann lege ich natürlich den ersten Gang ein. Aber selbst zu zweit geht das im zweiten wunderbar. Ich zeige euch jetzt gleich auch nochmal, dass ich im zweiten dann auch stehen bleiben kann, ohne dass ich die Kupplung ziehe. Ihr Klack, da hat sie gerade ausgekuppelt, weil ich bremsen musste wegen dem Fahrzeug vor mir. Das heißt, man merkt das Auskuppeln ganz leicht. Heißt, ich stehe jetzt im zweiten, ohne die Kupplung zu ziehen. Ich kann ganz normal wieder weiterfahren. Für mich ist es eine super Lösung. Meine Hand wird entlastet und ich musste nicht auf eine Africa Twin, obwohl ich die Africa Twin toll finde, aber ja, von einer 1290 mit 160 PS auf eine Africa Twin, da tue ich mich im Moment noch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich zugeben. Aber da das System super läuft, denke ich mal, ist es mehr als eine gute Alternative. Falls ich mit der Zeit irgendwelche Probleme bekommen werde, werde ich euch davon berichten. Aber bis jetzt und auch mein Kollege, der sie eingebaut hat, richtig guter Mechaniker, hat gesagt, die Sachen sind dermaßen gut verarbeitet, ich müsste mir keine Gedanken machen. Aber man wird sehen. Ja, das war's eigentlich. Zur Reclus-Kupplung.
Falls ihr Fragen habt, stellt sie einfach unten rein und ich werde euch noch ein bisschen mitnehmen. Also bis dann mal, Leute. Tschüss.